Hallo und willkommen zurück zu Outer Wilds. Und da geht die Sonne dahin. Müssen mal schauen, was wir heute machen. Unsere letzten Spuren haben sich wortwörtlich im Sande verlaufen. Aber wir haben ja jetzt ja Chert gefunden. Und in der Umgebung sind auf jeden Fall noch mehrere Tore in den Wänden. Und die Hälfte vom Planeten haben wir auch noch nicht so richtig untersucht. Moment. Bevor wir starten. Ist vielleicht klüger, erst auszuwählen, wo man hin will. Den da. Jetzt aber. Aha. Auf geht's. Irgendwie in der Ausrichtung fühle ich mich ein bisschen sicherer, dass man nicht in die Sonne fällt. Das müsste der See sein, wie er ihn bezeichnet. Blick runter, bitte. Genau. Und auf geht's. So, schauen wir mal. Oh. Okay, wir haben hier die Tore. Die sind aber relativ weit oben. Wir gerne erstmal weiter nach unten. Licht brauchen wir auch. Oh, das geht ganz schön weit runter. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Hui. Treppe. Was denn das? Jeden Fall dunkel hier. Hier nicht. Da auch nicht. Sandfall. Bin mal gespannt, wo wir hier landen. Hier kann man auf jeden Fall nach oben. Okay, da sind wir ein bisschen runtergefallen. Wir müssen uns ein bisschen geschickter anstellen. So. Alli hopp. Vielleicht wäre es klug, erstmal den Scout loszuschicken. Glück gehabt. Scout zurückrufen und die Richtung schicken.
geht's auf jeden Fall weiter. Glaube ich, zumindest. Bin mir auch nicht ganz sicher, wo das hier hinführt, aber da kommt man nicht weiter. Da kommt man nur zurück. Na gut, dann schauen wir halt und hoffen, dass wir nicht irgendwo reinfallen, wo wir gar nicht rein wollten. Mhm. Hä? Okay. Aha. Wir haben hier schon wieder Quanteneffekte. Haben aber nichts Akutes. Ui. Ja, das ist besser. Oh, kaum noch Sauerstoff. Ach, das ist nicht so schlimm. Hier ist Sauerstoff. Ist das? Unidentifiziertes Signal? Erstmal lesen. Wenn du hergekommen bist, um nach Kaleos zu suchen, hier haben wir ihn zuletzt gesehen. Er wird bereits seit 2 Tagen vermisst. Oha. Was ist geschehen, bevor Kaleos verschwand? Wir haben die verschiedenen Felsen untersucht. Ich erinnere mich, dass Kaleos auf dem größten, dem wandelnden Felsen, stand. Ich machte mir Notizen und dann erlosch meine Laterne. Hm? Als ich sie wieder anzündete, waren Kaleos und der Fels verschwunden. Dein seltsamer, herumwandelnder Felsenfreund ist hier, aber Kaleos nicht. Kaleos und ich haben diesen ungewöhnlich aussehenden Felsbrocken und mehrere kleinere Steine in mindestens 2 weiteren Höhlen untersucht. Ich bin mir nicht sicher, ob das relevant ist. Hier war auch mein Nomai. Hier geblieben. Muss ich das Licht ausmachen? Verdammt, wo ist denn da? So, wir machen das Licht aus. Stellen uns hier drauf. Oh. Wir sind woanders. Ich möchte gerne ein Foto hiervon haben. Nicht, dass der ohne uns abhaut. Wie merkwürdig. Der Felsen hat mich zu einem neuen Ort gebracht. Ich frage mich, warum das passiert ist. Unser Foto ist gerade weg. Merkwürdig, aber auch besorgniserregend. Achso, merkwürdig scheint bei denen generell positiv zu sein. Die neue Höhle scheint weder Eingang noch Ausgang zu haben. Und der Felsen, der mich herbrachte, ist einfach verschwunden, als ich einen Moment weggeschaut habe. Ja, das tun die Quantenobjekte. Der wandernde Felsen ist zurück. Nie zuvor habe ich mich so gefreut über den Anblick eines Stücks Feststoffsediment. Ich frage mich, ob ich selbst in den Quantenzustand übergewechselt bin, während mich der Felsen hierher brachte. Das ist meinem Verständnis nach die beste Erklärung. Hypothese: Wenn mich der Felsen herbringen kann, dann kann er mich auch wieder hier wegbringen. Meine Hypothese war korrekt. Ich kann mit dem Felsen reisen, solange ich meine Umgebung nicht sehe. Ich muss mich also in kompletter Finsternis befinden. Ich werde meine Mentorin herbringen, damit sie sich das anschauen kann. Jetzt ist auch Mallory hier. Unserer Theorie nach kann ein Wesen mit Bewusstsein, das Kontakt zu dem Quantenobjekt hat und kein Beobachter mehr ist, wodurch die Notwendigkeit völliger Dunkelheit zu erklären ist, sich mit dem Quantenobjekt verschränken. Dadurch können sich beide gemeinsam umherbewegen. Freunde, Kaleos hat eine neue Quantenregel entdeckt. Er hat mir auch versprochen, nie wieder zu verschwinden, auch wenn er dadurch etwas Nützliches erfahren würde. Da hat sie sich Sorgen um ihn gemacht. Ah, Steinchen ist noch da.
Das ist überraschend. Na gut, Licht aus, Licht an. Cloudwerfer, der Form halber. Ups. Das wollte ich. Na gut, was haben wir hier? Coleus ist verschollen. Er verschwand vor einigen Tagen einfach aus der Seegrundhöhle, die am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Und wir konnten bisher keine einzige Spur von ihm finden. Ich weiß nicht, wie viel Atemluft er noch hatte, als er verschwand. Ich bitte alle Freunde, die das hier lesen, uns bei der Suche nach Coleus zu helfen. Haben Sie jetzt noch was Größeres hingebaut? Dieser Felsen ist mir sehr vertraut. Bist du hierher gereist, mein steiniger Freund? Deine einzigartige Farbgebung? Deine einzigartige Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit ist nämlich identisch mit der eines Felsens, dem ich vor kurzem begegnet bin. What? War das nicht dasselbe Felsenfragment, das wir in der Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol fanden? Wir planen, die Seegrundhöhle im Norden erneut zu untersuchen. Vielleicht treffen wir dort erneut auf unseren felsigen Freund. Es gibt Neuigkeiten. Mallory und ich gingen zurück zur Seegrundhöhle und beobachteten den Felsen von neuem. Manchmal ist er da, manchmal ist er verschwunden. Das bedeutet, der Felsen wandert genauso umher wie der Quantummond. Wie merkwürdig. Und weg ist er. Der taucht schon wieder auf. Stachelig da unten. Schauen wir doch mal, wo es hier hingeht. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir auf dem alten Weg wieder zurückkommen. Das ist ja praktisch. Wir haben eins der Tore. Das auf der linken Seite von der Felsbrücke. Ja, da steigt schon der Sand. Dann werden wir aber einmal kurz zum Schiff zurückkehren, um Sauerstoff und Treibstoff aufzufüllen. Und dann schauen wir uns doch mal das andere Tor an. Du-di-du. Alli-hopp. Ah, besser. Und auf zu neuen Abenteuern. So, das hier ist der zweite Torbogen. Mal schauen, wo der hinführt. Auch hier ist es wieder dunkel. Nee, nicht Fotomodus. Aber jetzt haben wir noch eine weitere... Ich glaube, das war noch eine weitere Quantenregel, die wir dann tatsächlich... Hallo, Steinchen? Freunde, wenn ihr eine Spur von Coleus findet, dann sagt mir bitte umgehend Bescheid. Er ist einfach spurlos verschwunden während unserer Forschungsreise und seitdem nicht mehr gesehen. Mallory, ein paar Leute aus der sonnenlosen Stadt sind hier, um euch bei der Suche nach Coleus zu helfen. Kannst du uns mehr über die Expedition erzählen? Du hast meinen tiefen Dank, Bur. Coleus und ich haben die geologischen Beschaffenheiten der Höhlen untersucht. Wir hofften, mehr über diesen einzigartigen und mysteriösen wandernden Felsen herauszufinden, der zwischen verschiedenen Höhlen in der Umgebung hin und her reist. Wo ist der junge Coleus verschwunden, Mallory? Er verschwand in der Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Es geschah unglaublich schnell und ohne jegliche Anzeichen. Ich habe mich von Coleus weggedreht, um eine Probe zu untersuchen, und als ich mich wieder umdrehte, war er einfach verschwunden. Er hat nur eine begrenzte Menge an Atemluft bei sich, Anona. Ich mache mir große Sorgen um ihn.
Hypothese. Wir werden mehr erfahren, wenn wir die Seegrundhöhle am Nordpol untersuchen, wo Coleus verschwand. Bitte beeilt euch mit der Suche, meine Freunde. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Ha, die haben wir schon untersucht. Reisen wir per Stein weiter? Oder gehen wir zu Fuß hier weiter runter? Ja, erstmal zu Fuß. Die Höhle hier ist relativ lange verfügbar. Laufen auf die andere Seite rüber. Ist das... Ha! Das ist das Shuttle. Also nein, nicht das Shuttle, sondern die Notkapsel. Die kennen wir schon. Dann können wir doch mit dem Stein reisen. Vorsicht, kreuzender Verkehr. Wie war das noch mit der Skala von 1 bis tot? Naja. Bevor der uns hier noch die Klippen runterstürzt. Sehr gut. Mit dem Stein. Scout, komm mal zurück. Licht aus, Licht an. Wo geht denn jetzt? Hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Und jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, dann haben wir hier alles gefunden. Interessant. Bis jetzt hatten wir aber noch keine Quantenobjekte, die wir mitnehmen wollten. Also, die uns mitnehmen sollten irgendwohin. Mysteriös. Oh, und der Sand steigt. Dann hopp. Dann können wir ja nochmal mit Chad reden. Chad, hast du eigentlich noch irgendwelche interessanten Sachen hier? Sein Scout. Ha! Jetpack. Hey, Chad! Ach, du bist es. Ich nehme an, der erste Start lief gut. Willkommen auf den Sanduhr-Zwilling. Vorsicht mit dem Sand. Eine Frage. Genau, ich habe was gefunden. Sonnenstation? Ich glaube, das war der, den wir noch nicht hatten. Du meinst das Ding im Orbit um die Sonne? Diese Sonnenstation? Wow, kreativ. Es ist schon sehr clever von den Nomai, einen Weg zu finden, um die Sonne aus nächster Nähe zu studieren. Es muss wahnsinnig schwer gewesen sein, sie zu errichten, und extrem heiß in ihrem Inneren. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich frage mich, wie sie es angestellt haben, zwischen der Sonnenstation und den Sanduhrzwillingen hin und her zu reisen. Der kleinste Fehler würde in einem lodernden Tod bedeuten. Ja. Das haben sie ja auch schon gesagt, dass es nicht dafür gedacht ist, dass man dahin fliegt, auch wenn Flugbahnen berechnet wurden. Aber der Teleporter ist hinter lauter Kakteen versteckt. Und vielleicht hilft uns da auch der Sand weiter. Müssen wir nächstes Mal relativ frühzeitig auf die, auf den anderen... Oh mein Gott, wie heißen die eigentlich? Das hier ist, glaube ich, der Glut-Zwilling und das andere ist der Aschen-Zwilling. Ich muss das nochmal nachgucken.
Kann ich hier die Karte aufrufen? Ja. Ah, Glutzwilling. Zwillingsasche. Okay. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall zur Zwillingsasche rüber. So, oh, der Sand steigt. Wir hatten da das Tor. Wir hatten da das Tor. Das ist unser Schiff. Das ist unser Schiff. Wollte gerade sagen, das andere ist nämlich das falsche. Dann schauen wir doch. Au! Ja, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Au. So, mit Pflaster ist alles besser. Schauen wir doch mal, ob man hier noch irgendwas findet. Ist die Verbindung rüber? Die Schwerkraftkanone hatten wir auch. Ich will nicht so dicht an die Sonne ran. Das sieht ungesund aus. Ich glaube, wir haben den hier dann tatsächlich so weit durchsucht, wie es halt geht. Da sind wir auch schon gewesen, da unten sind wir aus der Tür, ui, rausgekommen. Hier oben können wir nochmal hin. In der Hoffnung, dass das Ortungssystem unser Schiff jetzt hier nicht runterkickt. Könnte passieren. Nur, wenn Schwarzdorn sich einmischt. Stimmt, zum Kometen müssen wir auch nochmal zurück. Den da gerade sieht. Na gut. Möchte hier gerne rein. So. Dann auf zum Zwillingsasche. Nicht zu dicht an den dran. Upsala. Ui. So, wir probieren das jetzt nochmal. Da wollen wir hin. Ganz vorsichtig und langsam. Im Zweifel. Was ist denn hier los? Jetzt aber. Seltsam. Na, warten wir den Sturm lieber ab. Obwohl, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Egal.
Unter der Brücke sind wir sicher. Nicht. Aber egal, die Brücke stoppt uns. Ja, da kommen wir natürlich noch nicht rein. Das müssen wir beim nächsten Mal versuchen. Nope, 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 nope. Nach unten, nach unten, nach unten. Au. Das Ding hat einen ganz schönen Sog. Oh, wir müssen uns beeilen. So. Das ist der... Der da. Blutzwilling. Was passiert denn, wenn wir es hier hinstellen? Das hier ist ja dieser Planet. Warum auch immer der Zwillingsaschenplanet auch ein... Hm. Mal gucken. Ich meine, wir sterben eh gleich, aber... Wow. Irgendwie passiert hier nicht viel. Naja. Und da geht die Sonne dahin. Das ist jetzt so ähnlich wie teleportieren. Wenn auch nicht so geplant. Aber das heißt, wir haben unseren nächsten... unsere nächste Quantenlehre gelernt. Gab es da überhaupt noch mehr? Vielleicht sollten wir gleich einfach mal ins Log schauen. Ja, das werden wir jetzt tun. So. Und auf zum Log. Da hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Fangen wir doch erstmal hier oben an. Quantenmondinformationen. Mit die Quantenhöhlen. Ha. Das heißt, wir haben tatsächlich die drei Quantensplitter jetzt gefunden. Okay. Die Quantenhöhlen. Die Nomai bemerkten einen seltsamen wandernden Felsen, der in mehreren Höhlen auf der Nordhalbkugel des Glutzwillings erschien. Ich habe einen seltsamen Felsbrocken gefunden, der sich bewegt, wenn ich nicht hinsehe. Es gibt ein Signal im Frequenzbereich der Quantenfluktuation ab. Seegrundhöhle. Ein Nomai namens Koleos stand auf dem wandernden Felsen, als die Laterne eines anderen Nomais erlosch. Als dieser die Laterne wieder anzündete, waren Koleos und der Fels verschwunden. Um mit einem Quantenobjekt zu reisen, muss ich auf dem Quantenobjekt stehen und darf meine Umgebung nicht weiter beobachten. Was bedeutet, dass ich in völliger Dunkelheit sein muss. Koleos nutzte diese Quantenregel, um der Höhle zu entkommen, in der er gefangen war. Koleos und Mallory kehrten zurück, um den Felsen zu untersuchen. Sie stellten die Theorie auf, dass ein Wesen mit Bewusstsein, das Kontakt zu dem Quantenobjekt hat und seine Umgebung nicht weiter beobachtet, sich mit dem Quantenobjekt verschränken kann. Danach sollten sich beide gemeinsam umherbewegen können. Interessant. So, vom Projekt Zwillingsasche. Türme von Zwillingsasche, Sonnenstation. Es gibt eine Möglichkeit, sicher von Zwillingsasche zur Sonnenstation zu reisen. Ja, das kommt darauf an, ob man Kakteen als sicher ansieht. Die Nomai berieten sich über den Bau einer Sonnenstation, um das Projekt Zwillingsasche zu betreiben. Die Nomai errichteten etwas namens Sonnenstation, aber nicht jeder unterstützte den Bau.
Ja, Idea war, glaube ich, diejenige, die das nicht gut fand. So, Rettungskapsel 2. Erstmal das Anglerfischfossil. Oh. In der Stadt. Ach doch, stimmt, da war ein Hinweis darauf, dass es das gibt. Kinder der Nomai spielten hier ein Spiel. Ein Spieler war der Anglerfisch und trug eine Augenbinde. Die restlichen Kinder, die kleinen Fische, mussten sich an der Wand aufstellen. Auf das Kommando des Anglerfischs hin schlichen sich die kleinen Fische auf die andere Seite. Die Regel mit der Augenbinde wurde aufgestellt, weil echte Anglerfische blind sind. Die erwachsenen Nomai waren erfreut zu sehen, dass die Kinder ihre Forschungen in die Spielregeln einbezogen. Hier haben wir noch Chads Lager. Chad hat Astronomieausrüstung am Nordpol von Blutzwillingen aufgestellt. Chad hat in letzter Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Supernovae ausgemacht. Ja, da wissen wir auch immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Da haben wir nichts weiter. Aber hier haben wir das allgemeine Thema: Energiesignaturen aus dem Untergrund. Aha. Die Instrumente des Shuttles empfingen seltsame Energiesignaturen von irgendwo unter der Oberfläche. Zwei der Nomai fanden einen Spalt im Eis auf der Seite des Eindringlings, die der Sonne zugewandt war. Sie stiegen hinein, um Nachforschungen anzustellen. Eingefrorene Shuttle? Ich habe ein Nomai-Shuttle gefunden, das vollständig in Eis eingeschlossen ist. Die Nomai landeten kurz nach seiner Ankunft im Sternensystem auf dem Eindringling. Die Instrumente des Shuttles empfingen seltsame Energiesignaturen von irgendwo unter der Oberfläche. An Bord des Shuttles waren drei Nomai. Eine von ihnen blieb zurück, um das Shuttle warm zu halten, während die anderen beiden den Eindringling erkundeten. Clary, die Nomai, die zurückblieb, verlor den Kontakt mit den beiden anderen, nachdem sie unter die Oberfläche des Eindringlings gesunken waren. Die Schwerkraftkanone. Also die auf Glutzwilling. Ein riesiges zylindrisches Gerüst, das ein starkes, nach oben gerichtetes Schwerkraftfeld erzeugt. Ich führte ein Nomai-Shuttle vom Eindringling zurück. Also der Eindringling scheint dafür, dass er klein ist und wir schon mal da waren, doch noch einiges bereit zu halten. Heißt aber, wir müssen uns dann nochmal auf die Suche machen nach diesem Spalt, der da erwähnt wird. So viel auf dem Zettel. Aber ich glaube, das nächste Mal werden wir uns tatsächlich erstmal um die Sonnenstation kümmern. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.